Hallo und herzlich willkommen in meiner kleinen verrückten Welt. Ja, ich bin heute mega gut drauf und bin nur am Feiern hier mit Lieblingsmusik und Co. Und ja, das Ergebnis steht fest. Insgesamt haben 63 Leute abgestimmt. Und ja, zur Stimmverteilung fangen wir mal von hinten an. Ich will es spannend machen. Platz 5 wurde der Haushalt 1 Partylöwen mit nur einer Stimme, die auch noch unsicher war. Das unsicher bedeutet, dass für die Familie zwar gewotet wurde, aber keine Stadt angegeben wurde. Und das zähle ich dann als unsicheren Vote und der steht dann in Klammern da. Und diese unsicheren Stimmen zähle ich dann auch nur, wenn zwischen Familien Gleichstand ist. Nicht, dass euch das jetzt verwirrt. Die wichtigen Stimmen sind die ohne Klammern, unterstrichen, extra verfärbt und von diesen Stimmen gibt es 54. Ja, die ersten davon bekommen wir nämlich jetzt zu sehen bei der viertplatzierten Familie, Familie Rivers. Ja, mein Lieblingspärchen hat es leider nicht geschafft. Sie hatten nur 11% der Stimmen. Und ja, hier seht ihr auch noch, wie die Wohnortverteilung ausgefallen wäre. Und ja, hätte Familie Rivers gewonnen, wären Leon und Phil nach Sunset Valley gezogen. Ja, kommen wir zur drittplatzierten Familie. Auf dem dritten Platz mit 17% der Stimmen ist der Haushalt Ewiglich. Ja, schade, die Vampire werden wir im Let's Play nun nicht sehen, aber keine Sorge, alle Haushalte werden in die Let's Play-Welten Einzug halten und wir werden sie somit nicht aus den Augen verlieren. Ja, jetzt wird es spannend. Ich kann euch sagen, es war eine Zeit lang ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Familien, aber auf dem zweiten Platz gelandet und somit leider auch nicht unsere neue Let's Play-Familie ist Familie Rogers. Ja, trotz 26% der Stimmen haben es die drei Geschwister leider nicht geschafft. Sie werden auch mit großer Sicherheit in Appaloosa Plains gelandet. Jedoch werden wir sie erstmal nicht im Let's Play sehen, denn unsere zweite und neue Let's Play-Familie ist die Mystic WG mit 46% der Stimmen. Unglaublich, wie eindeutig das ausging. Ja, aber in welcher Stadt werden wir die Mystic WG in Zukunft Gesellschaft leisten dürfen? Auf dem sechsten Platz und somit nicht die neue LP-Nachbarschaft ist mit nur 4% Appaloosa Plains. Aber das war ja fast klar, was sollen die Mystik-Leute aus der WG denn in einer Pferde-, Hunde- und Katzengesellschaft? Das würde nicht so passen. Aber auf dem fünften Platz landet mit 12% der Stimmen Starlight Shores. Da hätten sie vielleicht reingepasst. Aber ja, die 5 dort zu sehen, können wir uns leider abschminken. Denn wir kommen jetzt auch schon zur viertplatzierten Nachbarschaft und somit auch nicht dabei. Das ist Trinbrook mit 16% der Stimmen. Ist schon eine ganze Menge, aber die 16% machen nichts. Im Gegensatz zu Platz 2. Oh, ich mache es auch wirklich spannend hier. Auf Platz 2 liegen gleich zwei Nachbarschaften, die in starker Konkurrenz mit unserer Gewinnernachbarschaft standen. Puh, nun gut, auf dem zweiten Platz gelandet sind Sunset Valley, schade, und Moonlight Falls. Somit ist unsere Nachbarschaft für die Mystic WG Bridgeport. Mit sage und schreibe 8% Unterschied hat Bridgeport den Sieg eingefahren. Und Sunset Valley und Moonlight Falls hatten beide jeweils trotzdem 20% der Stimmen. Jedoch hat Bridgeport mit 28% gewonnen. Und ja, ich persönlich hätte die Mystic WG lieber in Moonlight Falls gesehen, aber ich beuge mich der Mehrheit und wir ziehen nach Bridgeport. Falls es uns da nicht gefällt, können wir ja auch umziehen, zwinker, zwinker. Nun gut, meine Lieben, der Familiencontest war somit ein voller Erfolg und ist hiermit nun auch offiziell beendet. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe euch auch, dieses ganze Spektakel zu verfolgen. Und ja, wir sehen uns dann morgen im Let's Play der Mystic WG wieder und ich würde sagen, bis dann. Ciao!